Meine lieben Freunde und willkommen zu einer weiteren Ausgabe The Forest. Wir warten. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir basteln heute ein bisschen an der Base rum, machen noch ein bisschen oben die Steinmauer fertig, damit wir irgendwann dann auch unser Dach setzen können. Das ist so heute mein Plan. Vielleicht kommt der eine oder andere hier vorbei, dass wir noch ein paar Knochen zusammenkriegen, denn die brauchen wir ja auch noch für unseren Knochenzaun, dass der mal fertig wird auf der Terrasse. Und mal gucken, was so heute passiert. Ich werde noch nebenbei noch ein paar Sticks, ja, ein Stick-Dings können wir uns noch bauen, hier so ein Stickkorb, dass wir noch ein paar Stickies reinschmeißen können. Aber so Hauptaugenmerk ist erstmal jetzt oben die Mauer, damit wir unser Dach fertig bekommen. Denn das können wir nämlich erst setzen, wenn wir oben das Ding hier fertig haben. So, es wird jetzt ein bisschen rumgelaufen sein, aber das ist mir jetzt erstmal egal. Wir haben es nicht eilig, wir haben keinen Stress, wir machen das in aller Ruhe. Ne, die Bambis hüpfen uns schon wieder hier vor der Nase rum. Aber Bambi-Fälle haben wir eigentlich genug. 9 Stück. Wir können eh nur noch ein Fell tragen. Vielleicht müsste man dann sogar noch einen Fellständer bauen. Oh, Federn. Müsste man dann noch einen Fellständer bauen, um die Fälle auch noch irgendwie einzulagern. Das können wir auch noch machen. So. So. Steinchen, Steinchen, Steinchen. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen rennen. Damit das alles auch ein bisschen schneller geht hier. Eigentlich dauert das gar nicht so lange. Sieht nur so viel aus, wenn man erstmal angefangen hat, ist schneller erledigt, als man denkt. So. Hallo Bambi. Und es liegen hier wirklich viele Steine rum. Also Steinmangel sollte man nicht haben. Überall auf der Karte. Egal wo man ist eigentlich. Steine spawnen eigentlich direkt hinter einem schon wieder neu. So, das nächste Bambi, was mir ins Ohr piept, ist fällig. Eins kann ich nämlich noch tragen. Da ist es. Na gut, dann bist du es. Daneben! Mein Speer! Da ist er wieder. Oh. Ja, da muss man echt aufpassen. Wenn der Speer erst weg ist, ist immer doof. Kostet dann wieder 3 Knochen, um die neu zu machen. Ah, Steine ist wirklich genug. Mehr als genug hier. Geht recht schnell, sag ich mal. Haben wir eigentlich noch Fleisch bei, was wir aufhängen müssten? Nee. Mal alles schon aufgehangen. Wir haben richtig ordentlich Futter. Das sollte kein Problem werden. So, haben wir die erste Front schon fertig hier. Ja, die zweite ist schon zur Hälfte fast fertig. Ah, geht doch schneller. So. Aber es kommt auch wieder mal keiner vorbei. Sagt mal wieder keiner Hallo. Trotz allem ist das hier eine recht ruhige Ecke. Sag ich mal. Habe ich schon anders erlebt, ehrlich gesagt. Ganz anders. Brombeeren? Okay. Oh, ein Baumstamm. Wo kommt der denn her? Packen wir uns mal hier vorne hin. Tja, schon wieder 10 Stück an Bord. Wenn der Weg nicht immer so weit wäre. Und
Jetzt fehlt echt noch der zweite Hase für den Beutel. Ich will endlich so einen komischen Beutel haben. Will Beeren sammeln und Pilze. So ein Zeug. So. Ja, da ist es schon noch ein bisschen mit Steinchen zu tun. Jetzt kommt auch schon der Abend näher. Das Tageslicht verschwindet allmählich. Ich weiß nicht, ob man das am heutigen Tage hier so noch fertig kriegen. Da werden wir wahrscheinlich zwischendurch schlafen müssen. Denke ich mal. Ich mach mal Feuerzeug an. Hilft zwar nicht viel, aber immerhin ein bisschen. So, Steinchen wieder voll. Der atmet auch schon wieder schwer. Der könnte eigentlich mal einen Ausdauermix essen, obwohl die Standardausdauer ist ja nicht runter. Das ist ja nur die temporäre, die sich ja eh wieder auflädt. Da muss man halt mal kurz laufen und durchschnaufen. Wenn das nicht anders geht. Aber ansonsten bin ich ja eigentlich wirklich hauptsächlich nur am Rennen. Je länger und je häufiger man rennt, desto eher baut sich die Ausdauer auf und desto eher kann man ja auch wieder länger rennen. Dann baut sich die Ausdauer wieder besser auf und das ist so, geht so weiter. Deswegen immer schön rennen, wenn geht. Aber auch ein bisschen im Auge behalten, dass wenn mal Gegner kommen, dass man da nicht außer Puste ist, dass man noch genug Atem hat, auf jeden Fall, um zu kämpfen. Oh, Steine sind wieder voll und wieder zurück. Ach, so kann man sich den Rest des Tages hier auch noch vertreiben, so, solange die Nacht noch nicht hereingebrochen ist. Wir könnten ja mal hier unseren Sprengstoff ablegen. So. Ach, wir haben gar keinen Alkohol, sonst hätte ich gesagt, bauen wir noch ein bisschen Sprengstoff nach. Hallo Rehe. Hallo Bambi. Hab jetzt aber keine Zeit für euch. Ich muss unbedingt mal jetzt die Mauer da fertig bringen. Komm ich hier nicht so ran? Doch. Jetzt wird schon fast zu düster für Steine. Jetzt sehe ich die auch nur noch ganz schwer. Aber noch geht's, noch kann man. Oh, noch ein Baumstamm. Wo man die alle findet hier. Da ist noch ein paar Brombeeren. Oh, Steinchen voll. Ups. Na, hier ist zu hoch, ne? Da hinten. Ach Mann, ey, jetzt muss ich da hochlaufen. Das kann doch nicht wahr sein. Das war der Idiot hier runtergefallen. So, da muss ich eh rein. Das, weil das von außen zu hoch ist. Ich könnte ja den Holzwagen davor parken. Aber man könnte auch einfach Steine sammeln und weitermachen. Das ist mal auch irgendwann durch hier. Hauen wir uns gleich aufs Ohr. Es wird Nacht. So. Werden wir mal heiern gehen? Guten Morgen. Hallöchen, Welt. Da bin ich wieder. Wir müssen mal eine Kleinigkeit futtern. Haben wir schon Wasser in der Schale? Nee, ne? Nee. Hat noch nicht geregnet. Ach so, wir haben ja schon Wasser abgekocht. Da kann man ja daraus mal ein Schlückchen trinken. So.
Und schon geht uns wieder prima. Ja, wir werden mal jetzt so, wenn es uns so prima geht, ein neuer Tag anbricht, machen wir uns mal einen Speicher. So. Und dann schauen wir mal, dass wir mit unseren Steinchen hier noch weitermachen. Es liegen ja wirklich viele rum. Aber es kommen keine Gegner. Warum auch immer nicht. Bin ich ganz anders gewohnt. Bambis über Bambis. Müsste Bambi-Handel aufmachen, damit die Kannibalen mit Bambi-Pelle schachern können. So. Dass sie einen dafür irgendwas anderes geben. Dynamit. Die haben noch Dynamit in ihrem Lager. Ich schachere Bambi-Pelle gegen Dynamit. Die sind bestimmt so doof und begreifen gar nicht, dass Dynamit ja viel kostbarer ist. Ja, lauf. Ich muss jetzt jedes Mal reinscheißen in die Hütte. Ist ja nervig. Aber ehrlich gesagt, viel ist nicht mehr, ne? Geil, geil, geil. Ja, ich hatte ja überlegt, ob ich sowas dann halt eben im Zeitraffer ablaufen lasse oder ob ich einfach das rausschneide beim Sammeln und beim letzten Stein so oder die letzte Mauer dann euch wieder hinzuhole. Aber ich habe mir gedacht, machen wir es doch ruhig zusammen. Wir haben doch gar keinen Stress alle. Ne? Wir machen das in aller Ruhe. Wir machen das so schön fertig, dass wir ein schönes Häuschen haben hier. Hab jetzt auch noch kein Augenmerk irgendwo drauf gelegt, irgendwelche Sachen zu besorgen. Kletterhaken zum Beispiel, die müssen wir irgendwann mal holen oder so den modernen Bogen und so. Das sind ja die Sachen, die ich eigentlich immer gleich zuerst schon hole irgendwie. Tauchergerät, Kletterhaken und Bogen. Ja, aber diesmal machen wir uns da keinen Stress draus. Machen wir ganz in Ruhe. Ein bisschen basteln, gechillt, rumhängen. Ein bisschen Spaß haben hier. Einfach die Zeit vertreiben. Ah, man könnte ja noch mal an den Baumharztopf gucken, ob jetzt langsam ein bisschen Baumharz noch da ist. Kann man nie genug haben. Wir haben, müssen ja noch ein paar Lampen basteln. Und für Lampen braucht man halt Baumharz. Und das nicht wenig. Deswegen schauen wir mal da rein. 7 Baumharz wieder. Das lohnt sich ja wirklich mit dem Baumharzsammler. Der Junge ist mir zu viel außer Puste. Streng dich an, mein Freund. Wir haben es gleich geschafft. Wir haben es gleich geschafft. 2 Gänge noch. Oh ja, einmal noch. 10 Steinchen fehlen uns nur noch. Einmal 10 Steinchen. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Kann man noch Stickies einsammeln? Ah, können wir nämlich auch gleich noch ein paar mitnehmen, wenn wir schon mal hier vorne rumgondeln. So, Stickies wieder voll. Steine haben wir 10 Stück zusammen. Dann können wir rein. Rein ins Häuschen, ins gemütliche Heim. Tada! So, jetzt bräuchte man noch 5 Baumharz für irgendeine Lampe, und zwar die hier. So, noch 39, das ist nur noch unser Zaun draußen. Schöne Sache, da haben wir ja relativ viel erledigt jetzt.
Würde ich sagen, setzen wir mal die Decke drauf und gucken uns das Ganze mal an, ne? Nein, ich hab's gewusst. Der nimmt wieder den Boden hier mit, weil es ein Stück ist. Das will ich aber so gar nicht haben. Es geht aber nicht anders, da muss ich das Tatsache selber machen. Das ist auch immer ein blödes Gefummel. Na gut, beim viereckigen Häuschen geht's immer noch. So. Ja, würde ich sagen, kann man so lassen, ne? Machen wir doch einfach mal. Ja, perfekt. Ist es nicht, aber... Doch, das ist gut. Ist mir richtig gut gelungen. Steht kaum über. Prima. Ja, Mensch. Dass es immer so leicht geht, muss man öfter mal selber basteln, ne? So, wie viele Baumstämme brauchen wir denn da? 29. Naja. Da würde ich sagen, da bomben wir doch nochmal mit einem Stängchen Dynamit uns ein paar Bäumchen um. Ja, gucken wir mal, wo stehen denn noch so viele zusammen? Die stehen alle so weit auseinander hier. Schade eigentlich. Ich wäre auch nicht so weit weg von der Base. Vielleicht da, wo der Wagen steht. Vielleicht sind da noch ein paar Bäumchen. Ja, auch nicht wirklich. Ah, es lohnt sich fast kaum. Hier, wenn denn überhaupt nur. Hier können wir es mal probieren. Wir machen es mal hier. Mal schauen. Den wollte ich eigentlich mit haben. Dann machen wir den halt mit der Hand schnell mal so. Na, wo sind die Blödköppe? Die lassen mich wirklich in Ruhe? Ich würde auch sagen, jetzt holen wir uns den Wagen ran. Das ist doch ein sehr weiter Weg. Muss man sich nicht geben, glaube ich. Zu Fuß. So, ist der Wagen schon wieder voll? Na, passt. Einen dürfen wir noch drauf tun. So. Wo fahren wir denn jetzt hoch? Ich würde sagen hier. Ah, so hoch hatte ich nicht gemeint. Was ist denn da jetzt drauf gefahren? Ach, auf dem Baumstamm. Habe ich mich gerade erschrocken. Oh, komm, wir quälen den Wagen mal die Treppe hoch hier. Das geht nämlich, wenn man schwenkende Bewegungen macht. So, da sind schon mal die ersten 12 Stämmchen versenkt. Da liegen noch eine ganze Menge rum. Mal gucken, ob wir davon noch einen Wagen voll kriegen. Ja, ich muss die jetzt alle suchen. Die sind hier alle weggerollt. So eine große Menge war das gar nicht mehr. Das waren sie schon, glaube ich. Ja, dann hacken wir uns einfach noch mal ein paar, ne? Würde ich meinen. Wir brauchen ja nur noch mal 12, wie viel? Was steht unten? 17 Stämmchen. Ich glaube, ich habe einen Reh erwischt. Eben gerade standen noch zwei, aber nur eins ist weggerannt. Das ist doch ein gutes Zeichen. Tatsache. Ein Bambi hat es zerlegt. Dann nehmen wir doch den Fell. Das war dann auch das letzte, ne? Ich kann jetzt keins mehr tragen. Müsste jetzt 10 Stück haben, ja. Ja, dann brauche ich jetzt auch kein Bambi mehr. Komm, den hacken wir hier auch noch weg. Jetzt mein Häuschen im Wald ist jetzt mittlerweile schon außenrum alles so kahl, dass gar kein Häuschen im Wald mehr ist.
Aber die wachsen ja nach, die Bäumchen. Dann sieht's wieder schön aus. Hallo, Brother. Hey, mein kleiner Buddy. Hast du jemanden mitgebracht? Oder bist du alleine? Nein, er ist nicht alleine. Er hat seinen Brother bei. Und sein Scheppe. Oh, mit Scheppe. Scheppe hat Angst, Scheppe haut ab. Oh, ein Mädel. Hallo, Schwester. Oh, der ging voll daneben. Hallo. Komm ran, komm ran, komm ran hier. So. So lobe ich es mir doch. Komm her, ich schmeiß dich mal auf den Haufen. Ich habe eine Idee, was ich mit euch anstelle. Aber es liegt ja auf der Hand, dass wir euch zu Knochen verarbeiten. Für meinen Zaun. Oh, du kommst auch mal hier rüber. Und da muss ich mal gucken, wo der dritte lag. Da war doch noch ein dritter. Oh, der Wagen ist voll. Da ist der dritte. Komm mal mit, mein Kleiner. Rauf auf den Leichenhaufen. So, steckt noch irgendwo ein Pfeil von mir drin? Nein. Also können wir anpacken. Angrillen. So, inzwischen können wir noch mal gucken, ob wir noch die Baumstämme hier verbasteln. Wenn die hier gerade so rumliegen. Na, die reichen uns noch nicht. Ich glaube, da müssen wir ein Bäumchen müssen wir da noch schlagen, wenn hier nicht noch irgendwo welche rumliegen. Nee, da müssen wir wohl noch ein Bäumchen umhauen. Aber erstmal schnell noch die Knochen holen. Nicht, dass mir die spawnen. Das passiert ja mal zu gerne mal hier, ne? So, alle Knochen gesammelt. Wunderbar. Wunderbar. Packen wir die auch alle gleich hier rein und das wird nach und nach fertig. Haben keine Knochen mehr, aber ich habe noch Schädel. Die kann ich jetzt mal ins Katapult ablagern, sag ich mal. So, drei Schädel drin. Dann noch schnell ein Bäumchen gehackt. Für unser Dächlein. Zwei Stämmchen brauche ich eigentlich nur von da draußen und dann den Wagen und dann sind wir eigentlich schon durch. Bin ich der Meinung? Den Wagen hätte ich auch besser parken können. Wie das immer so ist halt, ne? Die Stämme lassen wir natürlich nicht liegen, die Stämme hier. Die haben wir auch noch irgendwie in den Wagen reinbasteln. So, das Dach ist fertig. Geile Sache. Das gucken wir uns gleich von innen genau an. Jetzt gucken wir mal noch, dass wir noch hier Stämme mitnehmen, die noch rumliegen eventuell oder verloren gegangen sind. Aber es sind keine mehr groß. Dann kann man den jetzt auch mal hier in den Wagen schmeißen. So, ja, schön. Dann gehen wir mal rein. Gucken wir uns das Ganze doch mal an. Ja, geil. Ah, schönes Häuschen haben wir uns mittlerweile gebastelt. Also mir gefällt es richtig. Kommt raus mit einer richtig schönen Terrasse, eine Aussicht schön in den Wald rein. Ja, prima Sache. Ja, und da würde ich sagen, dann belassen wir es in der Folge auch dabei. Hat mich gefreut, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und lasst gerne mal ein Like da oder schreibt einen Kommentar. Freut mich immer. Ihr könnt mich auch abonnieren, dann verpasst ihr keine weitere Folge mehr. Und ich würde sagen, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Würde mich freuen. Schönen Tag euch. Tschüssi.